Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wir sitzen hier im Wintergarten. Ich habe neben mir einen Sessel, weil ich hier alles Mögliche aufgebaut habe. Um genau zu sein, eigentlich nur hier einen Spiegel. Um euch beim Haarefärben und bei einigem anderen heute mitzunehmen. Und Wintergarten deswegen, weil wir einfach hier wunderschönes Licht haben und ich mir dachte, das kann man eigentlich noch ausnutzen. Es ist zwar jetzt die Abendsonne, das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ansonsten machen wir halt morgen weiter oder doch im Badezimmer. Schauen wir mal, wo uns dieses Video noch hinführt. Meine Haarfärbeaktionen sind ja meistens nicht ganz so, wie sie sein sollen. Also schauen wir mal. Auf jeden Fall, warum komme ich jetzt in der Quarantäne drauf, mir meine Haare zu färben? Weil es mir wahrscheinlich so wie einigen anderen auch gehen wird. Ich muss ab Montag raus aus dem Homeoffice, wieder ins Büro und dachte mir, eigentlich wird es sich gut ergeben. Ich habe sowieso Lust, ich müsste meine Längen nämlich sowieso nachtönen. Also das ist mir jetzt eigentlich schon wieder fast zu hell. Vor allem auf der orangenen Seite, wenn ich ehrlich bin. Und demnach dachte ich mir, lieber jetzt blondieren, als dann irgendwie in 2 Wochen drauf zu kommen, wenn die Haare unten gerade frisch getönt sind, dass der Ansatz doch noch dran glauben muss. Der Ansatz ist jetzt rund 3,5 Monate alt. Also vor 3,5 Monaten habe ich mir dieses Split hergemacht und zeitgleich dazu eben damals meinen Ansatz blondiert. Meine Ausrede heute, nachdem ja auch schon das Pony-Abschneiden sehr improvisiert war, ist die, dass ich irgendwie nirgendwo im Moment Blondierung gefunden habe. Und der Friseurbedarf hat noch nicht offen, also musste ich halt leider zur Drogerieblondierung greifen. Ja, es wird meine Haare nicht umbringen. Ich habe mir überlegt, dass ich die 2 Komponenten rausgebe und dann schlussendlich in einer Schüssel anrühre. Ich denke nicht, dass das ein Problem geben wird. Damit ich so ein bisschen schauen kann, dass es auch genug ist. Ich habe jetzt nämlich 2 Packungen gekauft, wollte das eigentlich alles schon gestern machen, damit ich heute schlimmstenfalls noch eine nachkaufen kann. Also drückt mir einfach die Daumen, dass das funktioniert. Ich würde sagen, wir rühren das jetzt schnell an. So, schauen wir mal. Habe ich vorher eigentlich schon erwähnt, dass wir heute eine neue Tönung ausprobieren. Also bleibt auf jeden Fall alleine deswegen dran, denn es wird eine gelbe Tönung ausprobiert, weil gelbe Tönungen ja einfach echt immer schwierig sind. Und ich eigentlich noch nie was gefunden habe, das mir hundertprozentig zusagt und demnach. Und gleich die 2 Packungen rein. Aber das müsste dann echt ausreichen. Ist ja nur Ansatz. Ich habe mir nämlich dann auch gedacht, ich brauche keine... das ist echt arg, dass das so flüssig ist. Ich brauche keine 3 kaufen, weil schlussendlich ist das ja eigentlich eine Anwendung für den kompletten Kopf. Und wir machen ja bei mir doch nur Ansatz. Das heißt, ich hoffe halt, dass es reicht. Und es ist echt gar nicht so viel. Also ich muss echt schauen. Ich denke mir, wenn das normalerweise für den ganzen Kopf gehört. Jetzt werden wir schnell meine Haare durchbürsten und danach gebe ich mir in die Längen und Spitzen einfach nur eine Spülung rein, damit, falls da Blondierung draufkommt, es eben nicht sofort angreift, sondern da die Spülung sozusagen als Schutz drüber ist. Das habe ich die letzten Mal eigentlich auch gemacht und hat immer, weiß ich nicht, ob es wirklich einen Unterschied macht, aber vom Gefühl her hätte ich gesagt, es macht einen Unterschied. Schlecht ist es sicher nicht. Split her, was soll ich sagen? Ich liebe es. Also ich bin total happy auch über die Länge. Jetzt schauen sie natürlich gerade schrecklich aus, weil ich sie durchgebürstet habe. Aber ich bin auch total happy über die Länge, dass sie langsam wieder so ein Stückchen länger werden. Und ich bin halt auch wirklich, 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 wirklich sehr glücklich mit dem Split her. Ich war mir so ein bisschen unsicher, weil mein Punkt eigentlich immer war, dass ich in den Spitzen dieses Gelb einfach unfassbar gern gehabt habe. Also ich wusste, dass mir Orange am Ansatz gefallen wird und ich wusste eigentlich auch, dass mir Gelb am Ansatz gefallen wird, aber ich war mir nicht sicher, ob es mir dann nicht schlussendlich eben zu mehr oder weniger einseitig ist, wenn die Haare offen sind. Aber ich liebe es, ich finde, es ist so außergewöhnlich, fast noch außergewöhnlicher als das, was ich davor hatte und das davor war eigentlich auch schon besonders, würde ich behaupten. Aber für mich ist es halt irgendwie... Und eigentlich wollte ich noch was machen. Schaut, ich vergesse schon, weil ich mit euch rede. Aber es ist irgendwie nochmal besonderer und es ist vor allem viel, 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 viel einfacher in der Handhabung. Also ich tue mir jetzt viel leichter mit dem Haare waschen, weil ich halt jetzt einfach eine Seite waschen kann und die andere Seite waschen kann und sie sich im Prinzip eh nie berühren. Und das genieße ich schon enorm. Mit den ganz langen Haaren hat es sogar noch halbwegs funktioniert, dass ich die Längen hochgehalten habe und dann halt den Oberkopf gewaschen habe und dann die Längen. Aber mit den kurzen Haaren hat das einfach wirklich nicht mehr gut funktioniert und das hat mich schlussendlich echt nur noch genervt, muss ich sagen. Wenn ich nach, weiß ich nicht, 3-mal Haare waschen, eigentlich die Spitze hätte schon wieder blondieren müssen, weil so viel Orange während dem Waschen einfach reinrinnt. Demnach genieße ich das im Moment gerade. Schauen wir mal, ob es für immer bleibt. Ich will es nicht beschwören, aber für den Moment
bin ich sehr glücklich. Ich habe nichts bis jetzt gemacht und habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich freue mich, dass der den Hinterkopf dann mein Freund macht. Den habe ich nämlich schon gebeten, beziehungsweise ihm gesagt, das muss er nachher machen, weil im Normalfall mache ich das eigentlich oft selber, nicht immer, aber oft alles selber. Aber ich habe überhaupt keine Lust. Aber ich freue mich so, wenn es fertig ist, weil ich vor kurzem das Bild gesehen habe, wie sie eben komplett frisch waren, das Splitthair. Und ich denke mir halt, mit dem Pony wird das dann so gut ausschauen, wenn da kein Ansatz ist. Da freue ich mich schon sehr. Aber ich muss sagen, es ist noch viel mehr da als erwartet. Und ich bin jetzt eigentlich mit dem halben Kopf, also mehr als ein Drittel bin ich auf jeden Fall fertig. Ich bin schon auf der zweiten Seite. Also hält besser als erwartet, würde ich sagen. Nicht, dass ich euch deswegen raten würde, Drogeriefarbe zu kaufen, weil ich bin total gespannt, weil die Farbe jetzt schon ziemlich reagiert da vorne und es jetzt im Moment so ein hellbraun ist. Und ja, es bleibt da noch eine Zeit lang drauf, aber ich hoffe echt, dass da sich noch ein bisschen was tut, weil mein Ansatz eigentlich gar nicht so dunkel ist und ich auf keinen Fall hellbraune Haare haben will. Das wäre auf jeden Fall nicht das, worauf ich hinaus will. Vielleicht gibt es ein Fail. Ihr hättet sicher gerne einen Fail. Auf jeden Fall gerade echt so ein bisschen ängstlich, aber ich habe doch Respekt vor dieser Farbe. Vor allem, weil es, und das ist halt echt das Problem mit den Drogeriefarben, ja kein reiner Aufheller ist, sondern eine blonde Farbe. Und demnach kann da halt immer das ein oder andere rauskommen und deswegen ist es eigentlich auch schlechter als direkt blondieren, denn direkt blondierst du halt wirklich auf die Helligkeit, die du haben willst und musst nicht irgendwie hoffen, dass es mit der Tönung, also mit der Farbe und der Blondierung insgesamt dann irgendwie dorthin kommt, wo du hin willst. Also nochmal, macht mir das nicht nach. Vor allem im Normalfall kommt man super leicht zu blondieren und sie ist auch billiger, also ich hätte... Und wenn nach dem Video nicht jedes meiner Piercings entzündet ist, weiß ich auch nicht. Vor allem habt ihr halt auch einfach viel mehr davon. Im Normalfall kaufe ich die Blondierung um, ich weiß nicht, 20 Euro und die hält gefühlt ewig. Und das jetzt halt wirklich nur für einmal. Mein Freund ist gerade angekommen und wird jetzt noch schnell sich meinen Hinterkopf anschauen. Du musst dir meinen Hinterkopf anschauen. Ich hab's jetzt also nur noch gefühlt gemacht. Magst du Handschuhe? Ja. Hab ich Handschuhe? Die werden schon voll. Ja, das hält die Haut schon aus. Finger schon toll aus. Sehr gesund. Ein sehr lehrreiches Video. Ich habe schon erklärt, ich zeige halt alles, was man nicht machen soll. Das ist auch lehrreich. Wenn ich herzeige, wie man es nicht machen soll. Und das soll jetzt einfach alles. Aber das sind ja nicht alle, ne? Das hinten ist ja noch trocken. Ne, genau soll das soll nicht so sein. Alles Ansatz soll angepinselt sein. Nur Ansatz. Nur Ansatz. Ja, ja. Eben, deswegen ist ja da unten trocken. Ja. Weil da unten kein Ansatz ist. Ja, ich sehe es von hinten nicht. Ich habe es einfach nach Gefühl gemacht. Lektion 1, Ansätze sind immer oben. So, ich denke, das passt. Denkst du, das passt? Bist du dir sicher? Da war nicht viel zu machen. Okay. Dann habe ich ein gutes Gefühl. Ja, so ein bisschen was hinten ist, ist ja nicht so schön. Relativierst du jetzt schon? Du färbst eh nochmal mit der Orange. Ja, aber das muss er halten. Das hält ja nicht, wenn nicht blondiert wurde, gescheit. Aber das wird schon passen, ich vertraue dir. Nein, nein, bedeckt es alles. Was? Die Gefahr ist ja nur, dass zu wenig bedeckt ist, nicht, dass zu viel bedeckt ist. Genau. Ja, meine Rede. Du bist von mir. Nein. Doch. Ich bin total gut. Fertig? Ja. Für jetzt. Für den Moment. Nicht für immer. Du musst schon noch was machen. Ein bisschen Licht haben wir noch und ich habe ja gesagt, vielleicht wird es so fail. Und es ist so ein bisschen fail geworden, weil sie super dunkel sind. Ich habe sie jetzt mehr als lang genug einwirken lassen. Ich glaube einfach, dass die Blondierung... Und ich habe auch nicht perfekt blondiert. Also das sind zum Teil auch so noch Flecken. Muss man zugeben, es ist nicht alles die Schuld der Blondierung. Aber ja, da merkt man halt wieder, es ist halt eine Farbe und ich finde die Farbe an sich echt hübsch, muss ich sagen. Also ich glaube, hätte ich die, also würde ich blonde Haare haben wollen, dann würde ich sie prinzipiell nicht schlecht finden. That's the point. Aber, also
ich finde sie nicht schier. Ich finde sie eigentlich sogar relativ schön, weil es so ein Honigton ist. Ich werde jetzt trotzdem, ich habe zuerst überlegt, ob ich mir auch mal neue Blondierung kaufen soll, aber ich glaube, ich lasse es und werde jetzt trotzdem da versuchen, drüber zu tönen, weil mir eben die Ansatzfarbe an sich gefällt. Das heißt, wenn sie da bleibt, dann lasse ich es. Also dann mache ich alles wie gehabt. Lasse es jetzt einen Monat, eineinhalb, bis halt von meinem natürlichen Ansatz dann zu viel da ist, dass es nach was ausschaut und blondiere dann nochmal komplett. Ja, und es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit oder Lösung. Ah, oder es deckt und es schaut eh gut aus. Das sind die zwei. Okay. Ich glaube, dass auf der gelben Seite nicht einfach werden wird. Auf der orangenen wahrscheinlich noch eher, weil es sowieso eben eher ein wärmerer Blondton ist. Aber ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal was essen. Mein Freund kocht da hinten. Und danach mir die gelbe Farbe drauf klatschen. Ich werde euch ganz kurz zeigen. Ich werde euch ganz kurz zeigen, was ich verwende. Es wird nämlich diese Farbe hier. Die ist von Etolab oder so. Ja. Und es soll eben eigentlich ein relativ schönes Gelb ergeben. Lassen wir das da mal rein in die Schüssel. Und es schaut auch noch im relativ intensiven, schönen Gelbton aus. Das klatsche ich mir, wie gesagt, dann auf die Haare. Ich muss aber auf jeden Fall noch warten, dass sie so ein bisschen trocken sind. Vielleicht essen wir davor noch, vielleicht auch nicht. Mit wenig Licht machen wir jetzt noch schnell hier den Schluss. Das Ergebnis werde ich dann logischerweise morgen im Sonnenlicht zeigen, würde ich jetzt sagen. Wir machen das jetzt noch schnell. Das ist sehr dunkel. Ich wollte hier nämlich jetzt noch schnell Haarfarbe aufbrauchen, aber wow, ist das dunkel. Ich werde, glaube ich, nicht die ganze verwenden, vor allem ich glaube, dass das auch relativ dunkel ist. Ja, das wird diesmal ein interessantes Orange. Wenn ich das anschaue. Das schaut irgendwie sehr knallrot aus und weniger orange. Riechen tut die Farbe wie, kennt ihr diese typischen Kinderseifen? Irgendwie süßlich, aber ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht schlecht. So. Das ist natürlich immer tricky. Theoretisch ist mein Freund da, der mir helfen könnte. Aber er kocht halt jetzt erstens gerade und zweitens will ich eigentlich schauen, dass ich das ganz schnell über die Bühne kriege. Dann es fängt doch gleich German Sex Topmodel an. Die wichtigen Dinge im Leben. Halt. Und ich hau da relativ viel drauf, weil ich Punkt 1 hoffe, dass es so den Ansatz besser covert und Punkt 2 noch gar nicht weiß, ob die Farbe überhaupt eine gute ist. Ich meine, sie schaut echt schön aus, muss man sagen. Also wirklich ein richtig schön strahlendes Gelb. Aber Gelb ist halt echt eine schwierige Farbe, was Haarfarben betrifft. Wahrscheinlich auch was andere Farben betrifft, weil es einfach eine sehr helle Farbe ist. Das wird mit den Händen gemacht, die auch schon komplett voll sind. Irgendwie sind Körnchen in der Farbe. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also richtige feste Körnchen, fühlt sich an wie Peelingkugeln, also in so einem Peeling, sehr komisch. Also wenn es echt so wird, wie es jetzt gerade ausschaut, wird es mega geil, weil dann ist es echt so richtig auf der einen Seite feuerrot-orange und auf der anderen Seite richtig nice gelb. Und echt die Frage, ob es so bleiben wird. Also das Orange relativ sicher, aber ob das Gelb eben überhaupt greifen wird, ist echt eine gute Frage. Ich glaube, im Vorderkopf habe ich es relativ gut verteilt. Ich weiß noch absolut nicht, wie ich das jetzt im Hinterkopf machen soll. Das heißt, ich werde warten darauf, dass mein Freund mir das dann macht. Weil es dann, glaube ich, echt gescheiter ist. Weil ich hätte echt diesmal gerne eine coole Linie. Und das schaffe ich blind einfach nicht, wenn ich es nicht sowieso schon verkackt habe. Alles in allem war es das aber für heute. Wie gesagt, mein Freund wird dann hinten den Rest noch machen. Ansonsten können wir aber jetzt eigentlich nur noch abwarten und ich werde euch dann das Ergebnis morgen zeigen. Morgen muss ich dann meine Wimpern machen, meine Augenbrauen und ich muss mir ein Outfit raussuchen für die Arbeit. Ich bin echt schon so ein bisschen motiviert. Ich habe eigentlich echt Bock auf so ein bisschen schönes Sommeroutfit. Schauen wir mal, was rauskommt schlussendlich, aber ich freue mich auf jeden Fall. Willkommen zurück! Wir sehen, ein super Fail wurde es zum Glück
nicht. Das sind meine neuen Haare. Man sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach schon, dass da Ansatz da war, der halt einfach nur überpinselt wurde. Also man sieht auf jeden Fall so ein bisschen was von auf der gelben Seite von diesem hellbraun, dunkelblonden Ansatz. Ich finde es aber nicht störend und ich finde auch nicht, dass es unbedingt auffällt, wenn man es nicht weiß. Also ich glaube, dass es so gar nicht so extrem auffällt. Das wird sich aber wahrscheinlich ändern, wenn ich dann selber wieder Ansatz habe, weil es halt dann schon sehr Streifenhörnchen ist. Das heißt, ich gehe fast davon aus, dass ich diesmal keine 3 Monate durchhalten werde, bis ich das nächste Mal blondiere, sondern vielleicht nur 1,5 oder 2 Monate und dann halt wirklich nochmal die komplette den kompletten Ansatz, den ich jetzt schon blondiert habe, nochmal blondieren werde. Vielleicht verwende ich da dann für den richtigen Ansatz 6% und für den, der jetzt schon so ein bisschen vorblondiert ist, 3%. Schauen wir mal. Aber das würde ich sagen, machen wir dann einfach gemeinsam beim nächsten Mal. Jetzt will ich euch noch schnell so ein bisschen was über die Farben erzählen, die ich verwendet habe. Denn darum ging es ja im Prinzip auch. Es ging ja nicht nur darum, dass ich jetzt wieder schön für die Arbeit bin, sondern auch, dass ich was Neues verwendet habe. Nämlich diesen Gelbton. Und ich muss sagen, bis auf die Plastikpartikel, die ich mir halt nicht erklären kann, dann muss ich mich auf jeden Fall noch informieren, was da drinnen ist, das eben sich so ein bisschen danach anfühlt. Mochte ich die Farbe sehr gern. Ich finde, es ist ein richtig schönes Gelb geworden. Vor allem eben die Stirnfransen sind super schön und da sieht man halt, die waren halt richtig schön gelb. Dass ich hier so einen kleinen Fleck habe, der so ein bisschen orangelicher ist, dafür kann die Farbe nichts, denn der Fleck war halt vorher schon da und es ist klar, dass das Gelb nicht über dem Orange irgendwie greifen wird. Das ist logisch. Demnach kann ich die auf jeden Fall empfehlen, bis auf, wie gesagt, diese Plastikpartikel. Und ich muss sagen, die Seite hat sich auf jeden Fall viel besser beim Auswaschen angefühlt als die gelbe Seite. Andererseits ist die gelbe Seite halt sowieso stärker blondiert. Die habe ich ja 1 oder 2 Mal mehr blondiert als die orangene Seite. Und zusätzlich, wie gesagt, haben diese Plastikpartikel oder diese Partikel, die da drinnen waren, die sich irgendwie eben angefühlt haben als wird es von dem Peeling kommen, die Haare vielleicht auch nochmal zusätzlich ausgetrocknet. Das weiß ich, wie gesagt, nicht, da muss ich mir das noch anschauen, aber von der habe ich auf jeden Fall noch 2 Flaschen und ich finde sie rein von der Farbe her, die rausgekommen ist und es ist ein bisschen sonnig, deswegen seht ihr vielleicht nicht alles so gut, aber die Farbe, die rausgekommen ist, mag ich, wie gesagt, sehr, sehr gern. Ich finde, die ist super schön geworden. Und ich werde auf jeden Fall die anderen 2 noch verwenden, werde mich aber gleichzeitig informieren bei jemandem, der sich vielleicht so ein bisschen auskennt, was da drin sein könnte, dass sich so anfühlt. Die orangene Seite habe ich ja mit dieser Tönung und mit dieser Tönung gemacht und ich muss sagen, ich weiß jetzt, warum ich die so lange nicht verwendet habe. Prinzipiell super cool, weil es sehr dunkel ist und man demnach halt auch sehr, sehr gut aufhellen kann mit Spülung. Genauso habe ich sie auch gemacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weswegen ich die so lange nicht verwendet habe, die Farbe wird relativ stumpf. Ich glaube, das seht ihr hier jetzt in dem Licht gar nicht so. Aber ich habe im Normalfall ein viel strahlenderes Orange, ein viel kräftigeres Orange, als ich es mit der Tönung irgendwie schaffe. Ich glaube, dass das eher dafür gedacht ist, wenn man vielleicht so ein bisschen einen, so hart es klingt, weil ich weiß, das ist nicht natürlich, aber eher so einen natürlicheren Orangeton, ein bisschen Ginger haben will und vielleicht auch prinzipiell so ein bisschen dünklere Haare hat. Ich glaube, dafür ist das sehr, sehr gut. Aber für mich und für mein richtig strahlendes Orange funktioniert es eigentlich nicht. Und deswegen habe ich es, wie gesagt, auch so lange nicht verwendet. Ich kann mich jetzt wieder erinnern, dass ich die vor 1,5 Jahren oder so das letzte Mal verwendet habe und für den Ansatz ganz cool, um den Ansatz zu covern, aber ansonsten eigentlich für meine Länge nicht gedacht ist, weil es eben nicht strahlend genug ist, nicht das, was ich haben will. Dafür muss ich sagen, haben sich die Haare sehr schön angefühlt. Das ist im Prinzip, glaube ich, auch genau eine Tönungskur. Also, wenn ihr damit leben könnt, dass die Farbe vielleicht so ein bisschen weniger strahlend ist, als sie bei Directions oder bei Crazy Color ist, kann ich es euch schon empfehlen, aber für mich ist sie halt einfach nichts. Crazy Color liebe ich, werde ich weiterhin verwenden und ich werde auch da einfach schauen, dass ich nach 2-3 Mal Haare waschen, da nochmal drüber töne, dass sie mir halt dann auch wieder intensiv und leuchtend genug sind. So, jetzt habe ich lange Zeit über meine Haare geredet. Das war es im Prinzip mit diesem Video. Ich muss jetzt dann bald wieder arbeiten gehen, in wenigen Tagen. Und ich freue mich aber insofern, dass ich halbwegs nach was ausschaue. Ich meine, es war davor jetzt auch nicht so dramatisch, aber ich bin trotzdem ganz glücklich. Ich mag es sehr gerne und ich bin auch glücklich, dass es kein super Fail wurde, was den Ansatz betrifft. Wie gesagt, man sieht es schon so ein bisschen, aber alles im Rahmen und ich werde dann einfach
relativ bald in ein, zwei Monaten schauen, dass ich wieder blondiere. Und dann halt mit gescheiter Blondierung. Wie ihr seht, verwendet keine Drogerie-Blondierungen. Ich meine, diese ganz Hardcore-Aufheller von Syos sollen ganz gut funktionieren. Die habe ich ja auch einmal für die gelbe Seite damals verwendet. Aber man weiß halt trotzdem einfach nicht genau, was drinnen ist. Also ich kann euch echt empfehlen, wenn die Geschäfte jetzt wieder öffnen. Ich bin gespannt, wie laut ihr das Gießen der Nachbarin hört. Nachdem jetzt eh alles wieder aufmacht, würde ich euch einfach empfehlen, euch wirklich ordentliche Blondierung vom Friseurbedarf zu besorgen. Das ist auf jeden Fall immer gescheiter. Es ist super leicht, das zusammenzumischen, und demnach verwendet Friseurblondierungen, seid intelligenter, als ich es war. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!